es gibt ja Menschen, die haben, das bei den Querdenker-Demos natürlich besonders häufig, die eigenartige Vorstellung, der Staat ist dafür da, ihnen Rechte zu garantieren und ihnen auf der Gegenseite nichts abverlangen zu dürfen. Und das ist de facto nicht der Fall. Ja, der Staat kann einem selbstverständlich abverlangen, dass die Maßnahmen, die der Staat ergreift, zum Schutz der Schwachen, und das ist das starke Motiv, das dahinter ist, dass sie eingehalten werden. Ja, also es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Rechten und Pflichten. Das ist ja was, was man jedes Kind lernt, und das gilt genauso fürs Staatsbürgertum. Jetzt haben wir aber, und das ist eigentlich so die Hauptsorge, die ich hatte, als ich das Buch geschrieben habe, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Menschen so das Gefühl haben, sie müssen können vom Staat immer kriegen. Jeder weiß sehr genau, was jeder ihm Politiker, zusteht. Ja. Jeder Politiker, der heute eine Wahl gewinnen will, der verspricht da Steuererleichterungen und da Kinderfreibetrag und da wird Kindergeld erhöht und da gibt es eine höhere wird immer nur was versprochen. Dann passiert das, dass die Menschen so das Gefühl haben, sie gehen einen Vertrag ein, ja, mit einem Unternehmen, ja, von wo sie jetzt den ultimativen Handytarif oder irgendwas kriegen. Also sie benehmen sich nicht wie Staatsbürger, sondern sie werden zu Kunden. Sie haben so eine kundenartige Erwartung an den Staat, dass der Staat ihnen alles und so weiter zu liefern hat, aber ihm, wie das bei Kunden so ist, nichts abverlangt. Und das ist so ein bisschen die Haltung, die viele Menschen zum Staat inzwischen eingenommen haben. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, weil auch mit dieser Basis kann man langfristig keinen Staat machen. Also der Staat ist darauf angewiesen, dass die Menschen ein Verantwortungsgefühl nicht nur für sich haben, sondern eben auch für die Gemeinschaft, dass ein gewisses Solidaritätsgrundbedürfnis da ist, was sie auch ausleben. Es gibt diesen berühmten Satz von dem ehemaligen Verfassungsrichter Böckenförde, ne, der gesagt hat, dass der freiheitlich-liberale Staat an Bedingungen gebunden ist, die er selber nicht produzieren kann. Das heißt, er kann nicht einfordern, Leute, seid religiös, Leute, seid moralisch. Das kann er nicht machen. Aber er braucht Menschen, ja, die moralisch sind, die sozial sind, die gemeinwohlorientiert sind, um zu funktionieren. Und was mich beschäftigt, ist die Frage, wo soll das eigentlich herkommen? Ja, also was fördert in unserem Land Gemeinwohlorientierung, Empathie, Rücksicht auf andere, ja, wie kann man das fördern? Und wie kann in einer Gesellschaft, in der wir auch ökonomisch immer stärker auf Egoismus konditioniert werden, das günstigste Flugticket abzuzocken, selbst bei der Bahn ist das so, wer als erster bucht, der hat den besten Preis. Das fand ich einen so guten Punkt in Ihrem Buch, weil Sie sagen, dass selbst staatliche Unternehmen wie die Bahn skandalös nach genau diesen Prinzipien funktionieren. Das heißt, wer sozusagen der Gerissenste ist, der Schlaueste, Geiz ist geil, auch bei der Bahn. Der 80-Jährige, der nicht online sein Ticket bucht, ja, sondern zum Schalter kann er ja eigentlich nicht mehr gehen, sondern zum Automaten geht, der muss am meisten bezahlen. Und der am cleversten ist und am findigsten ist, der fährt auf Kosten des Rentners. Ja, und eine Gesellschaft, in der man weiß, ja, wenn ich nicht clever bin, bin ich der Doofe. Ja, wenn ich bei Sky nicht sofort meinen Vertrag kündige, dann zahle ich einen zu hohen Tarif, bei meinem Handyanbieter auch. Ich werde überall nur verarscht. Ich muss sehen, dass ich an mich denke. Das ist eine Haltung, die setzt sich irgendwann fest. Exakt. Und diese gleiche Haltung nehmen viele Menschen dann irgendwann auch zum Staat ein. Und wenn das passiert, dann bröckelt unser Gemeinwesen. Und dann können Verhältnisse, wie Sie die aus den USA beschrieben haben, irgendwann auch bei uns möglich sein. Und davor habe ich Angst.